Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Firlei und heute zeige ich Ihnen einen interessanten ETF, mit dem Sie in besonders starke Dividendenaktien investieren können. Ja, meine lieben Zuschauer, in der letzten Ausgabe Börsenwissen hier in als Video zeigte ich Ihnen den MSCI World ETF, also einen sogenannten Welt-ETF. Und mit diesem ETF können Sie gleichzeitig in etwa 1500 Unternehmen aus 23 Industrieländern investieren. Den Link zu diesem Video finden Sie in der Infobox unter diesem Video. Heute zeige ich Ihnen also einen ETF, der ausschließlich Dividendenaktien beinhaltet. Kurz vorab, was ist eine Dividende? Bei einer Dividende sprechen wir von einer Gewinnbeteiligung, welche das Unternehmen an seine Aktionäre auszahlt. Die Höhe der Dividende wird vom Unternehmen bestimmt. Und was könnte in der weiten und teilweise recht sprunghaften Welt der Börse auf solide Investments hindeuten? Eben zum Beispiel Unternehmen, die regelmäßig ihre Dividende erhöhen. Hierzu gibt es einen interessanten amerikanischen Index, den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Ja, ein bisschen sperriger Name. Schlussendlich geht es eben um Dividendenaristokraten. Und in diesem Index finden Sie etwa 121 amerikanische Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren ihre Dividende stetig angehoben haben. Und kontinuierlich steigende Dividenden können sich Unternehmen in der Regel nur dann leisten, wenn sie auch ordentlich wirtschaften. Die Anzahl der Mitglieder in diesem Index ist schwankend. Sollte ein Unternehmen schwächeln und keine Dividende oder weniger Dividende als zuvor auszahlen, fliegt dieser Wert erstmal aus dem Index. Und gleichzeitig werden natürlich Aktien von Unternehmen aufgenommen, die es eben erstmals geschafft haben, in den vergangenen 20 Jahren ihre Dividenden stetig zu erhöhen. Wir reden also von den sogenannten Dividendenaristokraten. Und hierzu gibt es einen ETF, der eben die Kursentwicklung des Dividendenaristokraten-Index widerspiegelt. Ja, da haben wir den Dividendenaristokraten-ETF. Ja, Sie sehen, wie sich der solide Aristokraten-ETF in den letzten Jahren entwickelt hat. Natürlich sehen Sie auch hier den Corona-Crash, aber grundsätzlich geht es hier eben nach oben. Der Kurs hat sich seit 2012 mehr als verdreifacht und das ist ein Gewinn von über 200%. Ja, Beispiele für die Dividendenaristokraten sind Coca-Cola, recht bekannt, oder IBM oder natürlich, kein Geheimnis, eine meiner Lieblingsaktien, McDonald's. NextEra, das ist der größte Erzeuger von sauberer Wind- und Solarenergie in den USA. PepsiCo, also Pepsi-Cola. Oder auch Procter & Gamble, das ist ein Konsumgüterriese aus den USA mit bekannten Marken wie Pampers, Gillette, Ariel oder auch, hätten Sie das gewusst, Blender Med. Also, wie gesagt, seit 2012 hat sich der Kurs verdreifacht. Und genauso spannend, jetzt zeige ich Ihnen die Macht der steigenden Dividenden. Der Aristokraten-ETF schüttet nämlich Dividenden aus. Und diese Dividende hat sich logischerweise in den letzten 10 Jahren auch recht gut entwickelt. Schließlich sind in diesem ETF bzw. in dem Aristokraten-Index eben nur Unternehmen, die seit 20 Jahren stetig ihre Dividenden erhöhen. Ja, im Jahr 2012 lag der Kurs bei 20 Euro. Die Dividende im Jahr 2012 lag bei 0,61 Euro. So, lassen Sie sich durch diese kleine Zahl erstmal nicht täuschen, beziehungsweise gar nicht täuschen, denn es kommt ja auf die Rendite an, die Sie damit erzielen. Damals lag der Kurs also bei etwa 20 Euro, die Dividende bei 0,61 Euro, die Dividendenrendite dann entsprechend bei 3%. Und in diesem Jahr 2023 wird die Ausschüttung voraussichtlich bei etwa 1,20
42 liegen. So, und jetzt rechnen Sie mal. Bei 20 Euro und einer Dividendenausschüttung von 1,42 Euro erzielen Sie per heute eine Dividendenrendite von über 7% und Tendenz immer weiter steigend. So, das nenne ich persönlich gesundes passives Einkaufen. Einkaufen. Ein gesundes passives Einkommen. Passiv, weil Sie ja nichts für Ihr so generiertes Nebeneinkommen tun müssen. Also, wenn Sie mich fragen, langfristig steigende Kurse und steigende Dividendenrenditen, da gibt es sicherlich schlechtere Investmentmöglichkeiten. Ja, kleiner Tipp auf diesen ETF mit dem etwas sehr sperrigen Namen, wie gesagt, SPDR, S&P US Dividend Aristocrats. Gut, ETF. Also auf diesen ETF können Sie auch einen Sparplan einrichten. Und falls Sie die klaren Vorteile eines Sparplans noch nicht kennen, dann empfehle ich Ihnen, schauen Sie sich einfach mein nächstes Video aus der Rubrik Börsenwissen an. Und wenn Sie kein Video mehr von mir verpassen wollen, dann abonnieren Sie hier gerne den Kanal des Investor Verlags. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg an der Börse, Ihr Tom Firley.